Es handelt sich nur um ein Interview, wenn sich die Gesprächsform von der lesenden Person wiedererkennen lässt. Dabei unterscheidet man zwischen einer strengen Form, in welcher der ununterbrochene Dialog wiedergegeben wird, und der freien Form, bei welcher der Gesprächsverlauf von kurzen Zusammenfassungen in indirekter Rede unterbrochen wird. Dabei unterscheidet man drei Interviewtypen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier in München vor der Allianz Arena nach dem Länderspiel zwischen Deutschland und Italien. Endstand 0:0. Ah, entschuldigen Sie. Hätten Sie einen kurzen Moment Zeit? Ja, klar. Wie empfanden Sie denn die heutige Leistung der deutschen Nationalmannschaft? Also, dieses Rumgekicke in unserem eigenen Feld, auf unserer eigenen Seite, das reicht mir einfach nicht mehr. Unser aggressiven Fußball, den wir früher mal hatten, der ist einfach verschwunden. Jetzt ist es immer nur noch Ballbesitz und wir trauen uns gar nicht mehr für aggressive Manöver. Ich weiß ehrlich nicht, wie wir das gegen Ungarn nächste Woche machen sollen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Hallo Herr Bauer, Sie sind Sprecher für Jugendbeteiligung und politische Bildung der Grünen-Fraktion in Weinheim. Können Sie uns einen aktuellen Überblick geben? Ja, gerne. Wir wissen aus verschiedenen Studien, zum Beispiel aus der Sinus-Jugendstudie, dass Jugendliche sich viel zu wenig in politische Prozesse mit eingebunden fühlen. Das heißt, ihnen fehlt im öffentlichen Raum, im öffentlichen Diskurs, auch im politischen Diskurs, einfach eine starke Stimme. Und in Weinheim haben wir beispielsweise den Jugendgemeinderat, der jetzt gestern seine konstituierende Sitzung hatte und der die Aufgabe hat, die Interessen und die Anliegen der Jugendlichen in Weinheim gegenüber der Verwaltung und dem Gemeinderat zu vertreten. Wir befinden uns in der Gerd-Müller-Gesamtschule. Neben mir Herr Dr. Schlaumeier, der neue Rektor der Schule. Herr Dr. Schlaumeier, wie starten Sie in den Tag? Ich stehe ziemlich früh auf. Ich habe einen Hund, mit dem muss ich morgens früh raus. Und dann laufen wir immer erst ein paar Runden und das bringt den Kreislauf in Schwung, macht den Kopf so ein bisschen frei. Dann geht's unter die Dusche und an den Frühstückstisch mit einem großen Kaffee. Dann schwinge ich mich aufs Rad und schaue, dass ich um 7 Uhr in der Schule bin. Ich bin immer gern der Erste, dass ich schön gut vorbereitet bin, dass ich auch weiß, was am Tag ansteht.